Hi, ich bin Madeleine Viola Milena. Und ich bin Irmgard Anna. Und du bist hier in der Provita Lebensfreude Lounge. Willkommen zu den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Wir sprechen hier über Gott und die Welt, wir philosophieren, wir hinterfragen und wir inspirieren zu ganz neuen Gedanken. Ja, bei uns geht's ums Manifestieren, ums Mindset, um Persönlichkeitsentwicklung und um die Facetten des Menschseins. Wir sprechen über Erfolg und Authentizität und teilen unsere Wahrheit ganz unverblümt mit dir. Provita ist das Zuhause für Menschen wie dich, die mehr vom Leben wollen, und damit herzlich willkommen im neuen Leben. Herzlich willkommen zu deiner neuen Lieblings-Podcast-Folge der Sacred Conversations, Gespräche zwischen Mutter und Tochter. Und wir haben dir heute wieder ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Wir wollen dich dazu einladen, aufzupassen auf deine eigenen Zwiegespräche. Und was du dir so wünschst und so. Genau, es könnte zur Lebenswirklichkeit werden. Worauf will ich hinaus? Mein Beispiel, wo ich immer gerne unsere Kunden darauf aufmerksam mache. Wenn wir morgens aufstehen, ist so sehr oftmals im Sprachjargon drin, ich gehe mal schnell ins Bad und mache mich fertig. Oder man sagt zu den Kindern, geht mal schnell ins Bad, wir müssen jetzt in die Schule, wir müssen los, macht euch fertig. Ja? Die Wahrheit ist, wir wollen uns doch nicht fertig machen, wir wollen uns bereit machen. Und das sind so kleine energetischen Unterschiede, auf die man so im täglichen Sprachgebrauch achten kann. Das ist die Einladung von uns, mach dich künftig nicht fertig, mach dich bereit. Wenn du irgendwo hinfährst, dann geh ins Badezimmer oder ins Ankleidezimmer und du machst dich bereit für den Tag, du machst dich bereit zum Losfahren. Und wenn du kleine Kinder hast oder Enkelkinder oder wie auch immer, achte auch da, dass du es ihnen möglichst früh auch in der Richtung schon mit auf den Weg gibst. Ich glaube, ich habe bei euch da schon ziemlich drauf geachtet, dass ich morgens nicht nur geguckt habe, dass wir entspannt in den Tag starten, sondern auch macht euch bereit für den Tag, macht euch bereit, wir gehen gleich los, macht euch bereit, wir fahren gleich los. Weil das hat eine andere Energie. Es ist ja alles eine große Energie. Und wenn ich mir morgens schon die Geschichte erzähle, ich mache mich fertig, naja, wollen wir jetzt nicht weiter ausführen, ja? Ja, es sind ganz, ganz kleine, aber sehr, sehr bedeutende energetische Dinge, wie wir reden, was wir sagen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit sage, ich mache mich noch fertig, ja, ich mache mich halt fertig. Oder, oh, ich kann es nicht mehr hören. Was passiert dann? Ich kann das nicht mehr sehen. Oder, ja, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr sehen, ich hatte gerade noch ein Beispiel, oder ich weiß es nicht, oder oh, ich bin so vergesslich in letzter Zeit. Genau. All diese kleinen Sachen, vor allem Dinge, die man so an sich beobachtet, nehmen wir mal dieses vergessliche Beispiel, ich bin so vergesslich in letzter Zeit, und dann je nachdem, in welchem Alter man ist, macht man sich dann vielleicht nochmal extra Gedanken darum und denkt dann so, ach ja, die meine Mutter oder meine Tante und meine Oma, die hatten dann damals dies und das und ne und so weiter. Und dann fängt man an zu kreieren. Denn das Universum sagt ja immer Ja zu dir. Und dein Unterbewusstsein sagt immer Ja zu dir. Ja, 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 du hörst es nicht mehr. Okay, dann machen wir was ans Ohr. Ah, du kannst es nicht mehr sehen. Okay, dann gucken wir, dass wir da dein Augenlicht nehmen und so. Oder, oh, ich bin so vergesslich, ich bin so vergesslich. Ja, okay, dann lass uns mal einiges vergessen. Das ist jetzt ein bisschen, das klingt jetzt extrem. Und ich meine, wenn man das einmal sagt, wir werden nicht sofort blind und taub, ne? Das möchte ich jetzt nicht sagen. Nur, es sind so energetische Dinge und wir kreieren ja in jedem Moment. Wir sind ja immer dabei zu kreieren. Manifestieren ist ja jetzt kein Hobby, das ich mal mache. Jetzt so, ach, ich bin jetzt spirituell, ich manifestiere jetzt mal, ich lerne jetzt mal, wie das geht und lese mir da gewisse Bücher durch und dann so frage ich einfach nach etwas und so erfülle ich mir meine Wünsche. Ja, das ist Manifestation, aber das ganze Leben ist eine Manifestation oder es sind Manifestationen. Das heißt, auch diesen Podcast hier hast du dir manifestiert. Der ist nicht irgendwie zufällig in deinem Leben, das ist jetzt nicht irgendwie, ne, du hast dir das manifestiert. Alles, das Gerät, auf dem du das anhörst oder anschaust, hast du dir manifestiert. Die ganze Situation in deinem Leben hast du manifestiert. Und indem wir da einfach achtsamer sind,
was wir so von uns geben, was wir uns wünschen und was wir so ständig und immer wieder sagen, auch wenn wir es als Witz meinen. Das Unterbewusstsein macht da jetzt keinen Unterschied, ob du das als Witz sagst, oh, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr hören. Oder so Leute, die dann auch so Witze machen, so oh, ich fühle mich schon richtig alt mit Mitte 20 und so. Ja. Es ist irgendwie schon voraussehbar, was dann passiert mit dem Körper, egal ob das als Witz gemeint ist oder nicht. Mhm. Klar, es ist die Energie vor allem, die manifestiert, die das Ganze dann wirklich in die Lebenswirklichkeit bringt, in die Realität bringt. Aber macht es dann in der Hinsicht nicht viel mehr Sinn, sich darauf zu konzentrieren, was möchte ich denn wirklich manifestieren und dann dahingehend sich zu äußern? Genau, du hast schon einen Punkt angesprochen, der ganz wichtig jetzt auch zu verstehen ist. Du musst keine Angst haben, wenn du ab heute jetzt irgendetwas denkst, dass das morgen zur Lebenswirklichkeit wird. Ja? Also das Leben, das Universum ist immer wohlwollend an unserer Seite, so rasch geht das dann auch nicht, dass man, keine Ahnung, Angst hat, das Augenlicht zu verlieren und dann verliert man das Augenlicht. Es ist ja auch so, um deinen Kopf noch mit im Boot zu haben, wenn du jetzt an einen rosa Elefanten denkst, dann steht er ja auch nicht als rosa Elefant gleich vor deinem Haus auf der Straße. Also das nochmal zur Beruhigung. Nur letzten Endes, je oft wir Dinge in Zwiegesprächen uns selbst sagen, umso mehr sinkt es in unser Unbewusstes ab. Und das ist letzten Endes diese Schwingung, in die wir uns unbewusst wiederum hineinbegeben, was wir dann als Schwingung ans universelle Feld aussenden und das matcht dann und das sind dann Dinge, die in die Richtung dann tendenziell zu uns kommen. Was ich an mir, und so bin ich, glaube ich, auch noch auf die Idee gekommen, darüber unbedingt mal sprechen zu wollen. Ich weiß nicht, wie das zu mir kam, dass ich angefangen habe, mir das anzueignen. Ich habe nur gedacht, oh, stopp, das solltest du jetzt nicht unbedingt dir weiter eintrichtern. Das war eigentlich so ein bisschen spaßeshalber von mir auch immer gedacht. Wenn ich ja, irgendwas gesucht habe oder so oder über irgendetwas nachgedacht habe, habe ich oft auch laut gesagt, oh, jetzt Hirn anstrengen. Ja? Und dadurch ist mir das bewusst geworden, welchen Befehl gebe ich mir denn da immer? Gehirn anstrengen? Was soll das? Ja? Als würde es nicht funktionieren von ja, sich aus. Ja, genau. Und da steckt ja auch das Wort Anstrengung letzten Endes schon drin. Und das sind so Dinge, wo ich mich sehr darin geübt habe, auch da mit den eigenen Zwiegesprächen drauf zu achten, dass ich mich bereit mache, dass alles mit Freude, Spaß und Leichtigkeit gehen kann und darf. Wenn ich mal das Gefühl habe, wenn mal so ein Gefühl aufkommt, boah, das hier ist jetzt schwer oder so, sofort Gedankenstopp, Universum, wie geht's, wie kann ich jetzt Freude, Spaß und Leichtigkeit damit haben? Weil mit diesen Wie-Fragen oder was ist jetzt sonst noch möglich, das ist auch eine gute Frage, öffnen wir ja immer das Feld der Möglichkeiten, statt wenn wir weiter beim Universum bestellen, das ist schwer, das Leben ist hart, das Leben ist eine harte Schule und, ich habe da ganz viel Druck jetzt und Zwang und. Naja, das Universum bewertet halt nicht und schickt uns dann energetisch mehr davon, von dem, was wir eigentlich nicht haben wollen. Und da kommt auch nochmal so dieser schöne Satz zum Tragen, wir manifestieren immer, ob wir wollen oder nicht. Wir können nicht manifestieren, weil wir per se die Schöpfer unserer eigenen Lebenswirklichkeit sind. Alles, was wir da draußen in der Welt sehen, man könnte sagen, wir Menschen haben die ganze Welt in der Richtung erschaffen, kreiert, weil das, was wir im Außen sehen, ist nichts anderes als die Projektion unseres inneren Filmes, um es mal so auszudrücken. Also wir stehen an der gleichen Straße, schauen augenscheinlich auf das gleiche Feld, aber jeder von uns sieht was anderes. Der eine sieht eine Katze, der andere guckt an den Himmel, sieht die Wolkenformation, der nächste sieht ein paar Vögel am Himmel rumschwirren. Also wir schauen auf das gleiche Feld, auf die gleiche Leinwand, aber jeder sieht total was anderes. Das ist vielleicht noch etwas, was gut für deinen Kopf ist, so ein bisschen für den Denker, für unseren Qualitätsoberbeauftragten, dass er damit im Boot ist, was damit gemeint ist, dass wir uns alle unsere Lebenswirklichkeit selbst erschaffen. Und je mehr wir uns dann darin üben, Freude, Spaß, Leichtigkeit zu haben und das eben auch zu denken, wie kann ich jetzt dabei Freude haben? Universum, wie geht's? Wie kann ich Leichtigkeit damit haben? Das ist sensationell, das ist pure Magie, welche Dinge sich dann im Außen verwirklichen, zur Lebenswirklichkeit werden. Ja, absolut. Und
wenn ich jetzt auch anfange zu sagen, oh, das ist schwer, das ist kompliziert, ich kriege das nicht hin und das ist jetzt eine verfahrene Situation, das sind alles Feststellungen. Mhm. Ich stelle etwas fest, also es ist fest und nicht beweglich, sondern straight, ne? Wie sagt man? Ne? Also du weißt, was ich meine, es ist festgestellt. Und indem ich solche offenen Fragen stelle, wie was ist sonst noch möglich, wie kann es jetzt ganz leicht gehen, was will ich denn eigentlich wirklich, verändere ich meinen Fokus. Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig es ist, diesen Fokus zu ändern, weil ich weiß auch, manchmal ist es irgendwie, dass man so im Ego drin ist und schon fast gar nicht da raus will, aber davon wollen wir jetzt gar nicht reden, da haben wir schon in einigen Folgen drüber gesprochen, sondern worauf ich vor allem hinaus will, ist, wie wir unsere Perspektive ändern, weil wir können, egal wie toll wir manifestieren immer, egal wie sehr wir uns mit dem Gesetz der Anziehung beschäftigen, wir können nicht alles im Leben kontrollieren. Wir können nicht das Leben, wir können unser Leben gestalten, ja, aber wir können nicht alles kontrollieren, was in unser Leben kommt oder nicht kommt. Wäre ja auch irgendwie blöd. Das ist, als würdest du ins Kino gehen und immer schon wissen, wie der Film ausgeht. Dafür gehst du nicht ins Kino, ne? Sondern du lebst ja dein Leben. Und es geht im Leben nicht darum, Kontrolle zu haben. Es geht darum, sich dem Leben hinzugeben und dem Leben die klare Richtung zu geben. Aber das ist ein Unterschied, ob ich meinem Leben eine Richtung gebe und sage, hey, da möchte ich hin, oder ob ich sage, ich möchte alles kontrollieren. Das wird dich letzten Endes nicht glücklich machen, weil du es nie schaffen wirst, alles zu kontrollieren. So, und indem ich ja meine Perspektive ändere, so verändere ich auch mein Leben, weil ich kann eine Situation, ich habe letztens ein Video gesehen von jemandem, dessen Wohnung war überflutet. Da war keine Ahnung, was da passiert ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall war alles unter Wasser, ne? Und er hat dann ein Video aufgenommen und hat so gesagt, ja, was er jetzt alles Tolles an dieser Situation hatte. Sein Boden war noch nie so sauber. Draußen im Flur standen Kisten mit Sachen, die er sowieso, wo er sich nicht sicher war, soll er das jetzt behalten oder nicht. War alles verschwemmt, hat er natürlich alles wegwerfen müssen. Und hat dann so seine Gründe aufgezählt. Wie viele würden, wenn sie ihre Wohnung überschwemmt vorfinden, erstmal total abkacken und sagen, oh mein Gott, wie schlimm und ach, ne, und der Teppich und auch die Schränke und die Möbel und schlimm und jetzt das Geld dafür zu bezahlen und hier und keine Ahnung, was man, ne, das alles als schlimme Sache zu sehen, statt mal den Fokus zu ändern und zu sagen, wo liegt das Geschenk? Hm. Warum ist das gerade passiert? Warum habe ich mir das manifestiert? Weil wir auch so gerne mal hingehen und sagen, oh, ich habe mir was ganz Tolles manifestiert, habe mir einen Parkplatz manifestiert, habe mir eine Reise manifestiert, einen tollen Partner. Aber alles, was irgendwie so ein bisschen unangenehm in unserem Leben ist oder sehr unangenehm ist, da wollen wir nicht sagen, oh, das habe ich mir manifestiert, sondern, oh, ne? Alles, was du in deinem Leben siehst, hast du manifestiert. Und indem du mal den Fokus änderst und nicht in Feststellungen. Es ist natürlich ein Idealbild, was wir hier beschreiben, aber es geht ja darum, auch in diese Richtung einfach mehr zu gehen. Wenn wir aufhören mit diesen Feststellungen zu sagen, oh, das ist schwer, das ist doof und das funktioniert nicht und keine Ahnung, was man nicht alles für Feststellungen machen kann, und stattdessen mal sagst, hey, was ist sonst noch möglich? Was ist das Geschenk in dieser Situation? Was habe ich daraus gelernt oder was kann ich noch heraus lernen? Wie kann es jetzt ganz leicht gehen? Ist das vielleicht die Veränderung, um die ich gebeten habe, als ich mir ein anderes Leben gewünscht habe? Dass meine Wohnung jetzt überschwemmt ist, ist das jetzt ein Zufall? Oder ist es vielleicht schon öfter in meinem Kopf gewesen, dass ich irgendwas neu machen wollte oder dass ich eigentlich ausziehen wollte? Und jetzt ist vielleicht so viel Wasser in der Wohnung, dass ich erstmal nicht da wohnen kann, weil da noch irgendwelche Renovierungsarbeiten gemacht werden müssen. Also so manifestieren wir uns auch. Und auch wenn wir so Sachen sagen wie, oder merken, körperlich, geistig, oh, ich bräuchte mal wieder Pause, ich bräuchte mal wieder einen Urlaub. Und ständig, jeden Tag kommen wir zur Arbeit und sagen, ey, ich bräuchte mal wieder Urlaub, ey, ich habe gar keinen Bock, ich freue mich schon auf die Mittagspause, ich freue mich schon aufs Wochenende. Zack, auf einmal sind wir erkältet und liegen im Bett. Ja,
Wir haben quasi bekommen, was wir wollten, eine Pause von der Arbeit, aber natürlich nicht auf die Art und Weise, wie wir es wollten. Mhm. Deswegen dürfen wir da ganz vorsichtig sein, was wir uns wünschen, beziehungsweise ganz, nicht vorsichtig, sondern achtsam und bewusst damit umgehen, was wir uns wünschen und auch mal schauen. Es ist doch auch so spannend, sich selbst dabei zu beobachten, was sagt man denn eigentlich so die ganze Zeit. Ja. Und dann merkst du irgendwann, oh, ich habe das jetzt schon zum 5. Mal gesagt, dass ich gerne Urlaub hätte. Vielleicht kann ich ja irgendwie dafür sorgen, dass ich mich entspannter fühle, dass das Leben sich wieder leichter anfühlt. Kann irgendwie dafür sorgen, dass ich vielleicht mal eine Auszeit bekomme, dass ich Urlaub bekomme. Und wenn es nicht möglich ist, was kann ich denn machen? Was ist denn jetzt eigentlich gerade dran? Was will denn mein Herz? Will ich da überhaupt noch weiter arbeiten, wenn ich ständig das Gefühl habe, ich brauche Urlaub davon? Also diese Sachen, so, dass man sich so ein bisschen ja, diesen Gedanken öffnet. Du musst nicht von jetzt auf gleich dein Leben komplett über den Haufen werfen. Wirst du wahrscheinlich auch nicht tun. Wenn du es tust, dann gehört es zu deinem Leben auch dazu. Das ist auch vollkommen fein. Aber hab keine Angst davor, dass sich was verändert. Sei einfach mutig oder ja, geh einfach mutig deinen Weg und schau, was möchte ich eigentlich haben. Und allein schon so ehrlich zu sich zu sein, ändert schon ganz, ganz, ganz viel. Weil dann öffnen sich auf einmal neue Türen. Und im Hinblick auf Kontrolle, die Kontrolle immer haben zu wollen über gewisse Dinge, das ist nichts anderes als eine Konditionierung, als eine Prägung. Weil im Hinblick auf unseren Atem, auf unser Herz, auf unsere Zellen, auf unsere Organe, haben wir keinerlei Bewertungen oder Ansichten oder Prägungen, dass ich dran denken muss, den Atem zu kontrollieren, den Herzschlag zu kontrollieren, die Gallenflüssigkeit zu kontrollieren und was auch immer im ganzen Verdauungstrakt geschieht. Das ist alles ein Automatismus, nur in anderen Bereichen im Leben, da haben wir angefangen, die Überlegung anzustellen, ich muss etwas kontrollieren. Die Wahrheit ist, wir können nichts kontrollieren. Wir, schon als wir hierher gekommen sind, bei der ersten Zellteilung im Bauch von der Mama, konnten wir ja schon nicht kontrollieren, wie geschieht die Zellteilung und dieses ganze System. Das hat sich einfach entspannt und entwickelt. War das schwer? Nein, das ist einfach geschehen. Mit anderen Worten, je mehr wir uns unter diesem Aspekt auch dem Gedanken öffnen, dass ich nichts kontrollieren muss und mich so mehr und mehr in den Fluss des Lebens begebe, umso leichter wird letzten Endes und einfacher wird natürlich auch das Leben. Und die Dinge, die dann auf dem Weg da geschehen, wo das Universum mal noch so einem interessante Botschaften schickt, das ist nichts anderes im Grunde genommen wie das Salz in der Suppe, weil sonst wäre es uns ja langweilig. Wir sind ja alle mal hierher gekommen, um Erfahrungen zu machen, um Freude, um Spaß zu haben. Und wie als Kinder, als wir den kleinen Turm gebaut haben, das ging ja auch nicht als erstes, zweite, ist dritte Mal perfekt. Dann ist er wieder umgeworfen worden, dann haben wir ihn wieder neu gebaut, wir hatten einfach Spaß dabei. Und wir haben vor allem auch als Kinder da in der Richtung nichts unterdrückt oder sind auf die Idee gekommen, ich muss was kontrollieren. Wir waren einfach nur, wir hatten keine Ansichten darüber. Warum? Weil wir uns natürlich bis zum Alter von etwa 3 Jahren ganz viel unserer wahren Größe und unseres energetischen Wesens bewusst waren. Dass wir ein anderes Bewusstsein entwickelt haben, das hat sich dann so ab 2,5, 3 Jahren erst in die Richtung entwickelt. Das sieht man zum Beispiel damit, wenn du ein Kind fragst, das ist 2 Jahre, du zeigst ihm ein Bild von sich selbst, und mal angenommen, das Kind heißt Sabine, das wird nie sagen, das bin ich, sondern das wird sagen, das hier ist Sabine, weil es ein anderes Gewahrsein, ein anderes Bewusstsein noch hat. Das setzt erst später ein, wo wir so diesen Halt und allen Dingen im Außen suchen und ja, ganz vielen interessanten Ansichten, Konditionierungen und Bewertungen und Feststellungen unter, das klingt jetzt bewertend, unterlegen sind. Also wo wir das über uns stöben und uns gar nicht bewusst dessen sind, dass wir uns so unsere Lebenswirklichkeit erschaffen. Und unser Volksmund sagt uns da so vieles, so schön von unserer Sprache her, darauf mal zu achten, da kannst du ganz vieles in deinen Tag integrieren, wo du beginnst, deine Gedanken zu beobachten, was es so den lieben langen Tag alles in dir denkt. Weil das Fatalste im Grunde genommen, was wir machen können, weiterhin, wenn wir im Leben Situationen haben, die wir so nicht haben wollen, den Gedanken zu glauben, was wir den ganzen lieben langen Tag denken. Das Fatalste, was wir machen können.
Das Hilfreichste, was wir machen können, ist mal all die Gedanken, alle geht gar nicht, weil man sagt ja so etwa 60.000 Gedanken denken wir jeden Tag, aber mal überhaupt zu beginnen, mehr und mehr die Gedanken zu beobachten, was denkt es in mir, bringt mich das jetzt weiter in die Richtung, auch im Zwiegespräch mit sich selbst, wo ich eigentlich hin möchte. Zum großen Teil wird ein Nein kommen, naja, dann beginnen einfach andere Gedanken zu denken. Mhm. Und so wie die bisherigen Gedanken, die du gedacht hast, Stichwort, muss mich fertig machen und, tief ins Unbewusste, auch als Sätze, die du bis eben glaubst, die sich im Außen dann natürlich auch bemerkbar, nenn es auch manifestiert haben, so ist das umgekehrt genauso der Fall. Also Dinge, die du dir ausredest, kannst du dir auch einreden. Und umgekehrt. Es sind immer die Zwiegespräche mit sich selbst. Wenn der Kopf sagt, ich glaube nur, dass das funktioniert, okay, will ich weiter glauben, dass es nicht funktioniert oder was will ich stattdessen glauben? Die Hummel ist auch ein gutes Beispiel. Wenn man der Hummel sagen würde, du kannst nicht fliegen, naja, die würden wohl alle abstürzen. Die Hummel schert sich da überhaupt nicht drum. Die fliegt einfach, weil sie Freude am Fliegen hat oder was auch immer. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja? Es sind immer unsere Gedanken und unsere Zwiegespräche, die wir da aussenden. Und sich darin mal zu üben und da bewusst zu denken und aufzupassen auf die Zwiegespräche, die wir den lieben langen Tag führen. Auch, wir stellen uns irgendwie ungeschickt an, werfen ein Wasserglas um oder sind am Karottenschnibbeln fürs Mittagessen und schneiden uns in den Finger, wo wir fluchen, wo wir sagen, bin ich stumm, bin ich doof, oh ja, und. Ja. Was für Selbstverurteilung steckt da drin? Ja, ich will jetzt gar nicht weiter solche Sprüche von mir geben. Du weißt selbst, wie du bislang da Dinge denkst und möglicherweise sogar laut sagst, wenn dir irgendein Missgeschick passiert. Natürlich hängen da viele Dinge aus der Kinderstube noch mit rein, weil man da das ein oder andere in der Richtung zu uns gesagt hat. Das ist jetzt aber keine Elternschelte, sondern nur mal zum Bewusstmachen. Und du als erwachsene Persönlichkeit darfst das jetzt mal hinterfragen und mal beginnen in der Richtung, anders zu denken und zu sprechen. Ja. Als abschließendes Wort noch dazu, kontrolliere die Dinge, die du kontrollieren kannst. Also werde dir darüber bewusst, was im Leben sich wirklich kontrollieren lässt und wo auch Kontrolle gut ist, weil wir wollen auch nicht sagen, dass Kontrolle per se schlecht ist. Mhm. Die wichtigsten Dinge im Leben, die lassen sich nicht kontrollieren. Und das, was du aber kontrollieren kannst, sind zum Beispiel deine Gedanken. Sagt sich jetzt natürlich auch leicht, gerade wenn man so im Overthinker-Modus ist und so alles irgendwie in dem Kopf so rumballert an Gedanken und man kommt da kaum raus. Da lohnt es sich aber auch mal für einen Moment, sich hinzusetzen und das mal wirklich zu denken und nicht, weil im Overthinker-Modus ist man meistens so am Verdrängen dieser Gedanken und dann kommen sie immer wieder. Also dadurch wird es nicht besser. Deswegen hinsetzen, drüber nachdenken, aber mal wirklich bewusst. Aber kontrollier die Dinge, die du kontrollieren kannst. Deine Gedanken kannst du kontrollieren. Du kannst kontrollieren, in welche Richtung du gerade denkst. Du kannst kontrollieren, ob du sagst, oh mein Gott, ist das alles so schlimm? Oder wie will ich es denn wirklich haben und was kann ich tun, um das zu ermöglichen? Du kannst deine Handlungen kontrollieren, auch wenn manches unterbewusst oder vieles unterbewusst oder unbewusst geschieht. Aber ich kann mir danach dessen bewusst werden und anfangen, anders zu handeln. Anders denken, anders fühlen, anders handeln, andere Ergebnisse. Das ist die Reihenfolge. Und schau, was du in deinem Leben kontrollieren kannst. Und dazu gehören zum Beispiel, wie gesagt, die Gedanken. Gedankenhygiene. Mhm. Das, was du sagst, das, was du von dir gibst. Das kannst du kontrollieren. Und das, was dann daraus entsteht, hast du dann ja irgendwo auch gewissermaßen in der Hand. Aber das heißt nicht, dass das Leben dir niemals wieder Herausforderungen schicken wird, die dich wirklich im wahrsten Sinne fordern. Aber du wirst ganz, ganz anders damit umgehen, weil dadurch gewinnst du ja auch eine gewisse Stärke, eine gewisse Resilienz, weil du ganz anders auf die Situationen in deinem Leben blickst, ganz anders. Du fühlst dich dem dann nicht mehr ausgeliefert und so, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wohin mit mir, ne? Sondern du kannst dich dann so ein bisschen da rausnehmen, da drauf schauen und sagen, aha,
So sieht es also gerade aus. Okay, ist schon unangenehm gerade. Mhm. Aber was kann ich jetzt tun, um diese Situation leicht zu meistern? Was kann ich daraus lernen? Ist das die Veränderung, nach der ich gefragt habe? Was ist das Geschenk an der ganzen Sache? Mhm. Ja, also dieser Perspektivwechsel, der sorgt für Leichtigkeit im Leben. Dass Dinge kommen, wie sie kommen, kannst du oft nicht verhindern und vermeiden. Je mehr du versuchst, es zu vermeiden, desto mehr wirst du es anziehen. Aber die Tatsache, wie du damit umgehst, mhm, die kreiert dein Leben morgen. Absolut.